Einen wunderschönen guten Tag miteinander, geliebte Brüder und Schwestern. Heute mal nicht alles, was dazwischen liegt. Es ist nämlich Montag um 1.30 Uhr und ich bin schon etwas angetüdelt. Wir waren gerade in der Huschhalle und haben 40 Euro im Automaten versenkt, dafür aber ein Bier für 1,60 Euro genossen. Das sind sogenannte Prioritäten. Ja, ich fliege in einem halben Tag, also in 12 Stunden bin ich schon in der Luft, Richtung London. Wenn ihr das hier seht, bin ich höchstwahrscheinlich schon in Großbritannien. Nun, lasst uns doch mal gemeinsam genießen. Einfach nur genießen. Ein kühles Guinness ist für mich persönlich in diesem Moment ein Hochgenuss. Nun, ich habe zahlreiche Pakete hier, ein paar sehr flache, ein paar sehr wilde, ein paar Fanpost, ein paar Amazon. Hier steht noch unfassbar viel Kleinkram, den muss ich mit dem Onkel im Rausch unbedingt zeitnah auspacken. Gut, Prösterle. Oh, ich habe wirklich Probleme. Schwerwiegende Probleme, muss ich gestehen. Egal, es geht los. Und zwar damit. Ein sehr mystisches Paket. Hier steht nämlich zweimal dieselbe Adresse drauf. Ich hoffe, es ist kein Fötus. Okay, das Ganze ist nochmal verpackt. Ist da schon wieder irgendwas Krankes. Ey, Alter, ohne Witz. Es ist ja wirklich ein Fötus. Ist das jetzt der neue Trend, oder... Nee, warte mal. Das ist ein Herz. Das ist auf jeden Fall ein Herz. Cor hominis femina. 7 años, oder... Also 7 Jahre. Hominis. Ey, wenn das Mensch heißt, Alter. Cor hominis. Cor könnte natürlich auch Kuh heißen, oder? Hominis. Herz. Also Chor heißt Herz, okay. Aber hier erlaubt sich bitte, ich hoffe einfach, hier erlaubt sich jemand einen Scherz, Alter. Das ist ein Schweineherz und die hat noch irgendeinen blöden Aufkleber drauf gemacht, Alter. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie unterscheiden kann. Also ich kann es auf jeden Fall nicht unterscheiden. Wo kann man sowas kaufen?
Das ist übelst gruselig, Alter. Ich komm, also ich. Ich weiß gerade nie, was ich dazu sagen soll. Ich stell's einfach mal neben. Neben Domesticus. Also. Ich. Da war kein Zettel drin. Ich muss das jetzt in meinem Kopf so abspeichern, es hat sich jemand Spaß erlaubt, dass es ein Schweineherz und gut ist. Okay, gut. Das ist vom Dr. Oetker Shop. Das ist ja hoffentlich nichts Schlimmes. Achso, ein Mehrwegdeckel, der Umwelt zuliebe. Okay, das ist mal was Solides. Gut. Bro, ich will eh, Alter. Und dann vor allem noch 7 Jahre. Niemals, das ist Bullshit, das ist einfach nur, um mich verrückt zu machen. Das ist ein Schweineherz und. Nee. Nee, nein. 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 Gut, okay, das ist ein Kalender. Der metkalender.de. Der metkalender.de steht wirklich hier auf diesen Stickern. Ich bin gespannt, ob das jetzt Bilder von Matt sind oder vom Lord. Matt-reisende Bilder in einer wahren Schönheit. Die Qualität ist auf jeden Fall krank. Der Matt-Kalender 2022. Das ist wirklich Matt. Ein Matt-Brötchen. Beim Zahnarzt. Im Knast. Auf der Modelleisenbahn. Also, okay. Ich verstehe schon. April, wir sind bei Mai. Okay. Also ich muss echt sagen, das ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich leben kann. Da stellen sich bei mir auf jeden Fall weniger die Nackenhaare auf als bei einem Herz von wem auch immer. Ja. Ich hab das noch nie verdaut, Alter. Ich hab das noch nie verdaut. Was ist denn das hier schön? Vielen Arsch auf jeden Fall für den Met-Kalender. Was ist denn das? Spuckschutz mit durchreiche Trennwand. Thekenaufsatz. Also, was ist denn heute los? Heute ist wirklich so ein Tag, wo ich mir einfach einen Film an hätte schauen sollen und mich ins Bett legen sollen. Ich weiß genau, was ich heute Nacht träumen werde für eine Scheiße, Alter. Dieses Herz. Dieses Herz. Also, ich habe ja wirklich schon viel erlebt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Herz, wo ich jetzt gerade wirklich nicht weiß, ob sich jemand einen Schatz erlaubt oder... Was am Ende wirklich ein menschliches Herz ist. Darf ich das überhaupt besitzen? Man kann dann ja einfach ein menschliches Herz sich in den Schrank stellen, oder? Also ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit sowas halt nicht aus. Das ist absolut geisteskrank, Alter. Das ist absolut geisteskrank. Also, ich kann das, ich habe das noch nie verarbeitet. Ich würde wirklich jetzt erstmal gerne von jemandem konkret wissen, ist das überhaupt möglich, dass das ein menschliches Herz ist oder könnte es auch ein Schweineherz sein oder so? Das, bitte. Wo kann man das bitte kaufen? Also, das ist doch komplett geisteskrank.
dieser Fötus. Also, nee, wirklich, die Forensik ist nicht mehr weit weg, wenn das so weitergeht. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall Aerosole aller Art aufhalten. Vielen Dank. Das ist aber auf jeden Fall eine coole Sache, und zwar nicht um irgendwelche Lügen aufzuhalten, sondern um Kameras zu schützen, wenn man entsprechende Aufnahmen machen möchte. Das ist sogar sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das ist nice. Dann kann ich mal anfangen, als ihr vielleicht denkt. Vielen Affenarsch. Und jetzt bitte keine Affenärsche schicken, danke. Einfach so ein Pavian-Arsch eingelegt, das wäre auch krank. Nein, nein, die Leute verstehen das falsch. Ich muss jetzt die Fresse halten. Ich möchte keinen Pavian-Arsch haben. Okay, bitte solo öffnen, das mache ich. Okay, gut. Ungerfashion.com. Geliebter Max Thomas Herzberg, vor rund einem Jahr hat das Landgericht Dresden in seinem Urteil eine einzig richtige und wichtige Entscheidung getroffen. Möglich gemacht hat dies ein Mann, welcher aus diesem Grund einen Ehrenplatz in der Auspackstation in Herzberg mehr als verdient hat. Der Herr Steinhöfel, mit dem habe ich bereits ein Kissen in meinem Bett liegen, das ist schlimm genug. Anlässlich des nunmehr einjährigen Jubiläums sende ich dir da ein kleines Andenken, damit du niemals vergisst, wer dir damals buchstäblich den Arsch gerettet hat. Vielleicht lässt du ihn, denn was könnte besser passen, über deiner Messersammlung wachen. Was? Viel Vergnügen mit deinem Geschenkpaket aus der weiterhin wohlstandsverwahrlosten und spätrömisch-dekadenten Westzone. Wünscht dir in treuster Ergebenheit dein Huhn des Schreckens. PS im August Sauna-Vlog mit Joachim in Hamburg. Mashallah, Habibi, mashallah. Ich hatte übrigens vor ganz kurzer Zeit mit diesem Herrn telefoniert. Lustigerweise. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich sehe es noch nicht, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie sein eingelegtes Gesicht oder so. Er kennt doch bestimmt Futurama, die Serie von Matt Groening. Auch. Und da waren immer diese Köpfe in solchen Gläsern eingelegt. Aber ich will jetzt gar keine Gedanken hier. Was ist denn bitte das? Achso, nee. Das ist einfach der Stellenhilfe. Aber auch wirklich sehr schön in Aluminium gerahmt. Alter. Also das Zimmer für die Bilder ist aber nicht Wohnzimmer. Hier sind andere Mottos. Das kommt auf jeden Fall in mein Schlafzimmer. Aber wird dort einen massiven Ehrenplatz bekommen. Das steht ja fest. Junge, dieser Stellenhilfe, dieser Blick. Das ist einfach ein schöner Mann. Mit einem verdammten Siegerlächeln, das er zu Recht auf seinem wunderschönen Gesicht trägt. Vielen Dank, Huhn des Schreckens, für das Bild, wirklich hervorragend gerahmt. Und Grüße an Herrn Steinhöfer an dieser Stelle. Trinkgeld gehört dazu. Zahlreiche Buttons. Das ist durchaus wahr. Feinstes Leergut, das erregt mich sexuell. Jägermeister Bierdeckel, das ist auch praktisch. Bierdeckel sind immer cool. Da weiß ich schon, dass ich eine massive Privatnachricht des Metenfies erhalte, sobald er das Video sieht. Öltje Erdnüsse. Okay, keine Erdnüsse, sondern Lachkick.
Das sind Pence und Pfund. Ich fliege heute nach Rom, sage ich, nach London. Und es sind einfach 4 Pfund. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein verdammt guter Tag. Und ein bisschen Kleingeld. Vielen Arsch. Vielen Arsch. Ich habe schon fast das Herz vergessen. Kann der Herr Steinhöfel mir direkt auch aus der Scheiße raushelfen jetzt mit dem Herz? Für den Onkel. So, werden wir flüssig. Geht klar. Für den Onkel. Also ich mache das jetzt nicht auf. Das kann der gute Mann ja selbst öffnen, wenn er mal wieder bei mir ist. Gut. Dieses verdammte Herz steht immer noch dort. Cor hominis femina 7. Das heißt doch, ein menschliches Herz weiblich 7 Jahre. Das, ich krieg ja keinen Anfall, Alter. Wenn ich dieses Video Fanpost mit Herz nenne. Ne, ja, mach ich. Ja. Auf jeden Fall. Alles andere wäre falsch. Alles andere wäre einfach falsch. Und ihr wisst, dass es so ist. Ihr wisst, dass es so ist. Face Mask for Virus Protection. Das ist ja ein Buch. Von Nino. Das wird echt so bei Amazon verkauft. Frage mich, welche Lobbyisten dahinter stecken. Wahrscheinlich der Kong, dieser miese Kapitalist. Junge, das. Was ist das hier? Magnet Marelli. Aber schon mal schön, dass es kein Buch ist. Wie nennt man denn das? So ein Hydraulikstab, das ist ja für die Heckklappe vom Auto. Vermute ich mal. Hier, Drillmarkt. Okay, was haben wir hier? Imms Clothing. Gut. Auf jeden Fall ein bisschen Gewicht hat's. Bitte kein Fötus, bitte kein Fötus, bitte kein Fötus. Okay, nett eingepackt ist auf jeden Fall schon mal. Sehr sogar. Feldpost Nebelhaus Eilzustellung. Was zum Geier? Spricht nicht den Versandbedingungen. Sieht irgendwie aus, als würde das Bautzen kommen. Oder das Freital. Was ist denn das? Nebelhaus, Slava Ukraini, okay. Haben die mir nie letztens schon ein Album geschickt, wo der Schender das vorgelesen hat? Führt dein CD-Regal, mulmige Grüße, Tim. Okay, gut, sorry, das sah ein bisschen komisch aus, diese anderen Aufkleber draußen. Da habe ich einfach das Möbelhaus gelesen. Das ist die CD schön eingepackt, das ist natürlich sehr nett. Hälfte wird in die Ukraine gespendet. Das ist doch von den Jungs, oder? Ja. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Warum ist diese Flasche so massiv eingedellt? Die ist auf jeden Fall noch original verschlossen. Die Afrika-Cola muss ja auf einem Berg abgefüllt worden sein. Junge, die Uhrzeit, Kinder. Krass. Bad Überkingen Mineralbrunnen. Teinach AG. Klingt auf jeden Fall nach einem Gebirge. Ja? Interessant. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Afrikola. Schmackhaft. Finde ich persönlich. Was ist denn das? What the fuck? Irgendwie, das ist einfach original aus Russland. 25%, ein halber Liter. Light-Konzept.
Das ist komplett in Russisch. Weiß jemand, was das ist? Ist das Wodka oder Wasser? Hier steht auf jeden Fall 17.07.07. Alter, was zum Geier? Ey, was ist denn heute hier los? Ich weiß, es ist ein richtig mystisches Video und meine Stimmung ist auch irgendwie komisch, aber es ist ja logisch, nachdem ich dieses Herz bekommen habe. Sorry, also. Es ist ein richtig verstörendes Video. Wenn man sich das zum Einschlafen ansieht, dann kann das echt für Albträume sorgen. Nee, tut mir leid, normalerweise ist das nie so bei mir, aber ich habe es mir nie ausgesucht. Ihr seid halt dafür verantwortlich, was man hier auf dem Bildschirm sieht. Ist halt wirklich so. Also, das ist kein winklersches Geschwätz. Das ist wirklich so. Hier wird nicht rausgeschnitten. Geschenk von Nino. Sehr geehrter Steuerhinterziehungsberg. Junge, nachdem ich gestern bis um 4 oder 4:45 die Steuern gemacht habe und heute abgegeben habe, kann ich mir das auf jeden Fall nie vorwerfen lassen. Nach Einsicht Ihrer unzulässigen Steuererklärung ist das letzte Mahnung, die Sie von uns erhalten. Wenn Sie diesem Schreiben nicht folgen, rechtliche Schritte. Ach du meine Güte, Junge, diese Rechtschreibfehler, Alter, ich denke, ich mache die Fehler und komme mir dann behindert vor, aber da will ich diese Fehler drin. Lohnsteuer-Supertabelle 2019. Ein Geschenk von Nino, 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 Nino und so weiter. Bitte fachgerecht im Ilsebach entsorgen. Ein Osram-Leuchtmittel. Das gehört in den Darm eines Rindes. Und es ist sogar sehr gut möglich, dass diese Lampe auch wirklich da landet, was ich gerade gesagt habe. Es ist nur ein Essen bei McDonald's und eine Bitte an den Meth-Fahrer entfernt, dies in die Tat umzusetzen. Ein Geschenk von Nino. Warum sinkt die Laune immer so drastisch, wenn sie Bücher aufmachen? Eine gute Frage, Bruder. Das ist eine gute Frage. Hier haben wir auf jeden Fall Druckerpatronen. Ich besitze keinen Ricoh-Drucker, aber das werde ich dem Ricoh geben. Oben, bitte im Video öffnen. Geht steil. Immer vom Gesicht wegschneiden. Immer auf den Arsch zuschneiden. Öffnen Videomaterial. Okay, danke für den Tipp. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Moin, Marx Lerzon Deckelstoßen Steckberg. Ich habe mich nach Jahren auch mal dazu bewegt, ich lese so vor, wie es da steht. Ich habe mich nach Jahren auch mal dazu bewegt, ihn feinsten Unrat zukommen zu lassen. Für ein originales Glock M78 hat das Geld nicht mehr gereicht. Auch leider nicht mehr für ein Ari Stan Pillow oder ein Jens Spahn Waifu Pillow, was in Zukunft noch kommen muss. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Der Inhalt dieser Kampfunterstützungskiste besteht aus Dingen, die ich in den letzten Tagen in meinem Messi-Bunker gestolpert bin. Und ein paar nützlichen Gegenständen. Anbei finden Sie auch ein historisches Dokument der Doppelbuchstaben
Der Mulmwehr aus dem Jahr, sogar kolorisiert. Das beiliegende Klebeband, original aus meiner Ausbildung, können Sie benutzen, falls Ihnen einmal wieder... Grüße gehen raus an den Kong, den Schänder, Hector Panzer, den Chefspieler, den Sergeant und den Rest von 8i. Thomas Gast und den Rest grüße ich nicht, weil ich wirklich Angst habe, dass das Leute sind, die man nicht grüßen soll. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, die Kunstwerke werden umrahmt an ihrer Wand enden und das Messer bitte in Zukunft als Flaschenöffner benutzen. Mit dem gewinkelten Papiersteg an den Kronkuchen und den Klingenrücken drüber. Grüße kommen von Marcellus Gaius Gladius aus der minderen Mitte des Deutschen Kaiserreichs, aus der Nähe, wo dieser reiche Mann lebt, mit dem grünen Lambo, der immer Brudi, Digi und Feini sagt. Vielen Simba Rebellion für ihre einzigartige Bewegtbildproduktionsunterhaltung. Rhodesians never die. Imp ist der Beste. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vorgelesen, was irgendwie schlimm ist. Ich kenne das alles wirklich nicht. Ich höre auf alles. Also, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, das so zu lesen, muss ich echt gestehen, weil ich eigentlich kenne ich immer die ganze Scheiße, die da steht, aber die meisten Namen, die habe ich echt noch nie gelesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Bild. Ihr könnt jetzt gerne auf Pause drücken, auf Vollbild und euch das im Detail reinziehen. Das ist auf jeden Fall sehr verstörend. Junge, das ist ja krank. Allein dieser Brief. Pfand ist auf jeden Fall immer eine sehr feine Angelegenheit. Und lässt mich darauf schließen, dass der Versender das Herz am rechten Fleck hat. Ah, jetzt ging es mir wieder ums Herz. Okay. Remove, das ist doch der Typ aus diesem Musikvideo von diesem Serbian Musik oder wie das heißt. Lol, dieses Klebeband habe ich einfach schon dreimal bei mir rumliegen. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich habe es bisher noch nicht gebraucht. Ich glaube, so Abdichtzeug, oder? Sprengstoff mit einem S. Bares ist Wahres. Das ist wirklich feinstes Blaues. Vielen Rattenarsch. Gas. Findet hier, glaube ich, keine verbotenen Symbole, also kann ich das auch reinzeigen, soweit ich weiß. Aber das ist trotzdem alles sehr, 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 sehr mystisch. Sehr, sehr, sehr mystisch. Okay, haben wir ein Messer? Feldmesser. Die Uhrzeit. Ach hier, ja, ich sehe, wo man damit Flaschen öffnen kann, ja. Nett. Krank. In der Regel, wenn ich Flaschen öffne, habe ich aber kein Messer dabei, weil das ist, glaube ich, nicht so erlaubt. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Also es ist auf jeden Fall einfach gemacht, aber österreichisches BH-Feldmesser. Von MFH. Gefällt mir, das Messer. Das ist cool. Wow. Dankeschön, das ist nice. Gefällt mir wirklich. Nettes Ding. Sehr, sehr praktische Ausführung. Naja, das ist nice. Vielen Dank. Coolste. Mahlzeit und Grüße in den Bunker. Gut. Was haben wir noch? Dann muss ich aufgrund von geistiger Gesundheitsbewahrung abbrechen. Ich krieg sonst heute, glaube ich, kein Auge mehr zu. Q.
Quo hominis femina seven años. Ich will einfach nur wissen, wo man sowas herkriegt und von wem ist dieses Herz? Ich will wissen, von wem dieses Herz ist. Ich will in meiner Bude kein Herz von einem Menschen stehen haben, das ist krank. Das ist wirklich krank. Es ist ja schlimm genug, dass diese Tiere hier sind. Diese ganzen ausgeschöpften Tiere, die mich nachts nicht schlafen lassen, aber das... Ach nee, der Speck. Das ist doch schon wieder genau dieser Speck. Klebeband ist natürlich immer gut. Paketklebeband, um genau zu sein. Vielen Missbrauchsfall eines Esels. Speck, noch ein paar Monate haltbar, das ist auf jeden Fall wirklich schön. Also, ja, warum? Ich meine, der Speck ist ja wirklich nicht günstig, der kostet ja so 3-4 Euro und wird höchstwahrscheinlich nicht verzehrt werden. Ich hoffe, Ihnen ist das bewusst, an den Versender dieses Specks. Kein Mensch kann so viel Speck essen. Mit diesem Speck geschieden Dinge, das ist... Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man wirklich eine sehr, sehr angenehm sich anfühlende Taschenmuschi basteln kann aus 5 Stück dieses Specks und einer Menge Fantasie. Okay, es ist auf jeden Fall jetzt 6 Stück Speck und Klebeband. Also daraus kann man auf jeden Fall auch eine funktionierende, künstliche Scheide basteln, ja? Ich finde es sehr interessant, dass der Mann scheinbar, also ich gehe mal sehr stark aus, dass es ein Mann geschickt hat, falls es eine Frau geschickt hat, mein Beileid, ähnliche Gedanken dabei hatte. Ich werde das jetzt googeln, Alter. Menschliches Herzpräparat. Das sind also Plastikteile halt, ja. So Modelle, die man sich hinstellen kann. Kinding. Kaufen. Menschliches Herz in Glas, Etsy. Okay, das Urteil ist nie echt. Alles nur Modelle. Ich frage mich ernsthaft, wo man sowas kriegt. Ey, Alter, ich krieg hier eine kleine Meise, Alter. Da hat jemand ein Schweineherz eingelegt und so einen scheiß Zettel drauf geklebt. Leck mich am Arsch, Alter. Das ist nicht echt. Ihr habt mich gebrochen. Ihr habt mich echt erfolgreich gebrochen. Weißt du, die Leute sehen so Fanpost mit Herz, klicken da drauf und denken, ja, da haben die Leute dem Adler so ausnahmsweise mal keine Scheiße geschickt, sondern irgendwas Liebes, Nettes mit Herz halt. Und dann sowas. Du gehst ja aus diesem Video raus, du schaust dir das ja wirklich an und bist ja abgefuckt. Also es gibt natürlich so diese 15% der Zuschauer, Die so kaputt im Kopf sind, die sich dann denken. Aber es gibt ja wirklich so normale Menschen, die hier zuschauen. Wirklich so normale Menschen. Die nicht komplett kaputt sind im Kopf. Wirklich, glaubt es mir. Die gibt's. Zu Genüge. Die schauen sich das an und sind danach ja wirklich verstört. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein krankes Schwein. Ich bin ein richtig abgefuckter Wichser.
Aber das ist wirklich sowas, was mich fertig macht. Ja, ich hätte einfach aufhören sollen zu filmen, nachdem ich dieses Herz ausgepackt habe, das Herz aus dem Fenster schmeißen, die Aufnahme löschen und pennen gehen. Das ist kein menschliches Herz. Nein, das ist kein menschliches Herz. Mein Herz nehmen, dass sich einen dummen Schatz erlaubt. Das ist von Marvin Wildhage, ich sag's euch. Der hat doch schon immer diese Dino-Knochen und sowas verschickt und ähnliches Zeug, um dann die Influencer zu verarschen. Das ist ein Geniestreich. Ja. Damit kann ich leben. Das ist das Einzige, mit dem ich leben kann. Danke fürs Anschauen und fickt euch alle, wirklich.